Dunkle Zeiten in der Galaxie. Die Star Wars Prequel-Serie Andor begleitet den Rebell Cassian vor den Ereignissen in Rogue One, als die Revolution gegen das Imperium bevorsteht und viele ums Überleben kämpfen. Das Imperium hat uns so langsam erdrosselt, dass wir es kaum gemerkt haben. Ich habe nur eine Frage. Würdest du nicht auch alles geben für etwas Echtes? Diego Luna, der erneut in die Rolle von Andor schlüpft, mag tatsächlich Echtes. Er findet vor allem die Kombination von Science-Fiction-Elementen und eine Realität, wie wir sie kennen, in der Serie sehr gelungen, wie er uns via Videocall verrät. I like the show because it's Ich mag die Show, weil ich die Art, wie unsere Realität präsentiert wird, sehr weise finde. Wir verurteilen die Charaktere nicht, es gibt kein richtig oder falsch, alles bewegt sich in einer Grauzone. Wir haben eine Show über Leute, die gute oder schlechte Entscheidungen treffen, um zu überleben. Mir gefällt es, wenn Shows echt sind, wenn die Charaktere dasselbe durchmachen wie wir. Es gibt keine klassische Heldengeschichten, sondern eine Geschichte über Menschen, die gebraucht werden, wenn Veränderung notwendig ist. Of real people finding out they're needed if they want change to happen. Und diese Figuren aus dem Star Wars Universum dürfen Fans nun aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Andor zeigt nämlich, welche Umstände sie zu dem gemacht haben, was sie sind. Trotz dem politischen Aspekt bleibt die Show natürlich unterhaltsam und baut von Episode zu Episode mehr Spannung auf. Jetzt auf Disney+.